Das Symbol für mein neues Leben ist für mich der Fall der Berliner Mauer, die Öffnung der Grenzen. Ich komme aus einem System, wo alles in einem Kreis war, in einem Rahmen. Das bedeutet, dass man Grenzen nicht überschreiten durfte. Meinungsäußerung, Denken und Sprechen über diesen Rahmen hinaus waren verboten. Ich bin ein Kind dieses Systems. Das ganze System ist ein Symbol für mein altes Leben. Ich gehörte der türkischen Minderheit in Bulgarien an. Unabhängig vom Geschlecht zählte man als Mensch zweiter Klasse. Deswegen war es zunächst schwierig für mich, mich frei zu fühlen, als ich herkam. Ich habe viele Jahre dafür gebraucht. Zuerst habe ich gedacht, ich verliere alles, was ich bis zu diesem Zeitraum erlebt habe. Freundinnen in der Heimat, Verwandtschaft und Bekanntschaften. Meiste Kontakte sind über die Zeit verloren gegangen. Was habe ich hier bekommen? Alles Neue, neue Freundinnen, die wie Verwandte geworden sind. Ich habe Menschlichkeit und Freundlichkeit in Deutschland gesehen. Das habe ich gewonnen. Und hier habe ich erfahren, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das Größte und Schönste, was ich bekommen habe, was alles in meinem Leben verändert hat, ist mein Kind. Er gibt mir die Energie, alles zu schaffen. Wenn ich schlafen gehe, habe ich die Gewissheit, dass ich und mein Kind sicher sind. Die größte Schwierigkeit hatte ich beim Erlernen der deutschen Sprache. Schwer war es mit dem Kind als Alleinerziehende. Die Bürokratie fällt mir immer noch schwer. Meine erste Wohnung, als ich noch im Dorf lebte, war wie ein Jugendzentrum. Da ich die erste war, die nicht mehr bei ihren Eltern lebte, waren immer viele Freundinnen bei mir und es kam kaum vor, dass ich dort alleine war. Im Gegenteil, es waren oft schon Leute bei mir zu Hause, wenn ich dort ankam. Der Einfachheit halber hing mein Haustürschlüssel oft draußen an der Tür, sodass die, die zuerst da waren, nicht draußen warten mussten. In der Stadt war es dann vollkommen neu für mich, dass Freundinnen vorher anriefen und fragten, ob ich da bin. Jetzt habe ich einen komplett anderen Bezug zu meiner Wohnung. Nun ist meine Wohnung ein schützenswerter Ort für mich. Ich habe jetzt eine wertschätzendere Haltung meinem Lebensraum gegenüber gewonnen. Ich hatte schon immer mehr männliche und weniger weibliche Freundinnen. Das ist auch so geblieben. Früher bestand mein Kontakt zu Männern aus bestehenden und wachsenden Freundeskreisen. Hier lernte ich, dass neue Bekanntschaften oft auch anderes Interesse an mir mit sich brachten. Ich musste einen Teil meiner Naivität und Unbeschwertheit ablegen, wobei ich nicht das Gefühl bekam, an Sicherheit verloren zu haben, sondern eher an der Vielseitigkeit gewonnen zu haben. Die Vielseitigkeit der Stadt birgt Vor- und Nachteile. Es fiel mir anfangs schwer, mich zu regulieren und das Maß zu finden, weil ich vollkommen überladen war von all dem, was ich unternehmen und miterleben konnte, so wie wollte. Als sogenannte Quotenfrau in einzelnen Freundeskreisen wurde teilweise davon ausgegangen, dass ich die Freundin eines Mitglieds sein muss, um Bestand in der Freundesgruppe zu haben. Es wurden Besitzansprüche an mich gestellt und es entstanden Rivalitäten. Es war ein langer Prozess, bis ich als eigenständiges Mitglied der Gruppe akzeptiert wurde. Die Anonymität der Stadt gibt mir Freiheit und ich genieße es sehr, hier zu wohnen, aber ich weiß, dass ich langfristig aufs Land zurück will. Ich vermisse die Ruhe und das vertraute Gefühl innerhalb einer Dorfgemeinschaft. Hier habe ich Ruhe und Sicherheit gefunden. Wenn ich auf der Straße bin, beim Einkaufen, in der Straßenbahn, fühle ich mich sicher. Niemand stört mich. Ich muss nicht aufpassen. Niemand macht mich an. Niemand belästigt mich sexuell oder wirft mir unangenehme Blicke zu. Wenn ich in meinem Heimatland mit dem Taxi oder der Bahn gefahren bin, musste ich immer aufpassen. Das war viel Stress für mich. Das Gefühl der Unsicherheit verwandelte sich in Wut. Wut auf mich, dass ich es nicht verhindern konnte und Wut auf andere. Selbst wenn ich mich wehre, bleibt die Wut. Meine Weltanschauung hat sich geändert.
Meine Definition als Frau und als Mensch hat sich geändert. Ich habe meine Ruhe gefunden. Hier gibt es Rechte für Frauen. Wenn du als Frau ein Problem hast, gibt es die Möglichkeit, über das Problem zu reden und vielleicht eine Lösung zu finden. Jemand hört dir zu. Wir haben Tabus gebrochen. Wir haben uns gefunden. Wir haben die Chance, zusammenzuleben und unsere Interessen zu verfolgen. Unser Leben hat eine Bedeutung gefunden. Es hat eine Form gefunden. Die Zukunft ist klarer geworden. Wir können frei zusammenleben. Wir haben neue Freude gefunden. Wir können frei über unsere Gefühle, Ideale und unsere Zukunft reden. Ich habe dieses Gefühl, dass ich meine Familie verloren habe, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Diese Angst ist immer bei mir. Leider habe ich mein Zuhause verloren. Ich habe kein Dach mehr über dem Kopf. Die Wörter Familie und Zuhause haben ihre Bedeutung verloren. Gewalt zwingt dich dazu, unabhängig zu werden, allein zu leben. Ich bin selbstständig geworden. Aber allein zu sein in dieser Gesellschaft macht mir Angst. Es beschäftigt mich. Ich bin ein Teil der LGBT-Familie und Community. In meiner Heimat ist das nicht akzeptiert. Hier habe ich mich gefunden. Ich bin verliebt. Ich spreche, ich denke, ich bin aktiv. Hier habe ich mich und meine Gefühle besser kennengelernt. Doch hier habe ich die Chance, diese Seite von mir zu leben. Doch in meinem neuen Leben bin ich frei.